So, was? Gemälde im Wert von 150 Simoleons malen. Ja, das braucht er nicht, dann kann er dort mal machen. Waschbecken putzen. Der kann erstmal putzen, Alter, auf jeden Fall. Und dann kann er malen. Die will auch malen. Hat einen Pinsel. Also jetzt nicht falsch verstehen, also naja, ist egal. Die Lissi, die kann da dann auch mal sich mal auch mal so ein bisschen. Ne? Ich habe da gerade was gehört auf dem linken Ohr. Irgendwas hat gebellt oder irgendwer. Habe ich mir das mal eingebildet? Naja, nicht so wichtig. Weiter geht's. So. So, ich müsste dann auch mal was futtern. Das wäre super. Weil auch meine Energie gerade ein bisschen zu Neige geht. Der Vater hat Hygiene ein bisschen down. Und muss schon sagen, gehst du mal duschen? Aber macht er ja. Das ist Subi. Die kauen da um die Wette. Auf jeden Fall. Und na gut, jetzt nicht mehr. Das ist der Vorführeffekt, weißt du, wenn einer kauen. Wenn die beide mal kauen sollen, dann. Seine Energie schon wieder runter. Außerdem hat er Hunger. Da kann der Hund ja mal einen Kaffee trinken oder einen Energy Drink. Großen Napf futtern. Und wie sieht die Lissy aus? Ja, fast genauso, wa? Die können ja nicht beide da so. Die können sich ja nicht beide dahin quetschen einfach. Aber oben ist ja auch noch ein. Zum Alter, wie kann man da essen, wo was Stinkendes rumsteht? Das ist so ekelhaft. Ländlich angehauchte Theke putzen? Wieso Theke putzen? Hier ist noch nichts dreckig. Säubern bis makellos. Ach so. Dann kann er auch mal. Nee, das kann ich mal machen. Ich muss auch nicht so faul sein hier. Aufräumen. Nein! Warte mal. Halt. Da muss ich essen. Ja, dann muss er das machen. Dann kann ich Hausaufgaben machen einfach. Halt! Hausaufgaben machen. So. Ich meine, früher habe ich die nie gemacht. Gebe ich ehrlich zu. Hab nie Hausaufgaben gemacht. War aber nicht so schlimm oder so. Würde ich aber nicht empfehlen, die jetzt nicht zu machen. Nur weil ich das gesagt habe jetzt. Gib mir Papas besten. Das ist sein Vater, Alter. Den habe ich doch nicht als Freund. Na gut, kann man, aber. Seit wann hat er denn rote Schuhe? Die sehen ja strange aus. So, Alter. Kannst dir mal aufräumen, ne? Wäre super. Rex, wie sieht... Oh, Alter, das sieht ja super aus. Den pennen wir. Ein bisschen. Was? Neutral... Was die immer mit den Scheiß reagieren haben, Alter. Das geht mir so auf den Brenner, ey. Meine Fresse. Das sieht mit ganz nervigen Attacken bei Pokémon. Das ist... Ja. Zerstörung ist gut. Hunger. Du kannst mal von... aus deinem Napf futtern. Der wollte ja die Theke putzen, kann das sein? Säubern ist makellos, siehst du. Hat er auch ein Achievement wieder.
Alter, für... Bitte was? Der 15.000? Wo hat er das denn her? Alter. Wie krass ist das denn bitte? Das Star des Büros brauche ich jetzt nicht. Alter, 15.000. Durch Umgang mit Tieren verstärkt Zuwachs der sozialen Zufriedenheit. Ach so. Körperhygiene ist eine wichtige Sache, denn noch manche Sims brauchen nicht Urlaub. Nur einfach frei. Naja. Bessere Barmixer? Nee. Attraktiv. Falscher. Schneller Lerner. Das ist super. Das ist schon mal super. Was die für Achievements haben, Alter. Hat die sie genauso viel? Alter, 5000. 5000. Geliebtes Tier. Die soziale Zufriedenheit deines Tieres steigt durch den Umgang mit Sims stärker. Na, das ist ja super. Was? Fruchtbarkeit. Mach ich mal. So. Na, ah, jetzt wisst ihr schon, was ich vorhabe. Das. Na gut, hätte ich auch ahnen können. Die Mühen von Mutti und ihre gute Arbeit zahlen sich endlich aus. Sie erhält eine Gehaltserhöhung von 22 Simoleons in der Stunde. Na, das ist ja super. Das ist ja super. Wieso ist sie schon wieder zu Hause? Während der Arbeit kriegt ihr eine Gehaltserhöhung? Was? Sonst kriegt man die auch nach der Arbeit immer. Das ist ja komisch. Rex, du sollst doch schlafen. Mutti Wolfenschmutz hat unermüdlich geackert und dafür eine Gehaltserhöhung bekommen. Sie wird das Gefühl von mehr Geld in der Tasche nie vergessen. Na, das ist ja super. Apropos, was sagen die Rechnungen eigentlich? Haben die wieder Rechnung gekriegt oder so? Ach nee, der Hund kann das ja nicht. Was? Nö. Der muss ja noch hoch und das Bild... Ja. So einen Hunger habe ich auch gerade, aber ich esse später noch was. Weil mein Magen schon währenddessen mehrmals geknurrt hat, ne? Lisi frisst. Was macht Rex? Schläft. Lisi können auch pennen. Können die auch schlafen. Ein bisschen. Und mit denen weiß ich auch nicht, was ich da mit ihm jetzt noch machen würde. Ich bin fertig. Dann kann ich mal hochgehen. Einfach. Und ein bisschen üben. Allein. Ein bisschen üben einfach. So, Hausaufgaben sind ja fertig. Das ist super. Der Vater, der kann ja hoch, denn der muss dann... wo ist denn der Ding ist hier hinten? Oh, das Haus ist so groß. Das geht gar nicht. Und das Bild hier erinnert mich immer an so ein bisschen als am Fisherman's Friend, ey. Wenn man sich das so anguckt. Ja, es erinnert, von dem Schiff her und so, erinnert mich schon immer dran. Also acht... Alter, 800? Boah. 2069! Boah! Alter, was kriegt die an Geld? Wie doll ist das denn bitte? Verkaufen. Alter, das feiere ich gerade. 2000, du. Kriegen auch wieder Geld rein hier, du. 10.000 haben sie schon wieder.
Alter, die können sich auch nachher Hütten leisten, oh meine Herren. Können sie bald wieder umziehen? Ha, nein. Nee, die bleiben schon hier, also ich hab den, deswegen hab die ja nicht umsonst extra erstellt. Den Haushalt. Was? Was? Verzweifeltes Waschbecken selbst reinigend machen. Kann er nachher mal machen. Wäre super. Auch jetzt selbst reinigend. Müsste ja eigentlich schnell hinkriegen, eigentlich. Uli, du bist ziemlich am Ende, aber kannst trotzdem noch mal Abendbrot machen, weil, ja. Abendessen servieren. Level 3. Ich sehe so viele Aktionen hier, Alter, das ist krank. Spaghetti mit Gemüsesoße, Klebekarnare auf Ofen, Hotdogs, Maroni mit Käse, Alter. Spaghetti mit Gemüsesoße einfach. So, jetzt muss ich aber gucken, was hier so durchgegangen so ist. Und Glückwunsch, Rondex hat für die Fähigkeit Schlagzeug zu Level 3 erreicht. Mutti war vom Studium aus im Jahr etwas befördert worden. Sie wird sich immer an den stolzen Tag erinnern. Ach, kennen wir schon. Leistung von Mutti hat ihr einen Bonus von 2064 und eine Beförderung reingebracht. Sie ist nun Küchenchefin, Alter. Küchenchefin, Mann. Alter. Jedes Restaurant, das etwas auf sich hält, braucht eine Vision. Eine Vision, die ausgefallene und ausgeklügelte Gaumenfreuden verspricht. Als Küchenchefin bist du für die Kultivierung dieser autorischen Trends zuständig und lässt dir dabei von nichts und niemanden den Brei verderben. Mutti verdient nun, Alter, 223 Simoleons in der Stunde? Alter! Was die an Geld scheffelt. Und arbeitet von 15 bis 20 Uhr. Das ist krass. 800. Boah. Die macht sich aber so, Alter. Wie sieht denn das jetzt aus, karrieremäßig? Gastronomie Level 9? Oh. Bis 10 geht das ja, ne? Die macht sich aber, du Alter. Ja, Lebenswunsch von Mutti. 5-Sterne-Köchin werden. Das wird die auf jeden Fall. Das garantiere ich. Entweder an dieser oder in der nächsten Aufnahme, Alter. Auf jeden Fall. Das will ich noch, du. Glaub mal. So, weiter geht's. Der bastelt dann rum. Obwohl sich das anhört, als wenn er gerade. Naja, ne? Aber wenn er sich selber reinigt, ich meine, dann braucht er ja nichts mehr sauber machen. Der macht ja gerne alles sauber eigentlich. Eigentlich ein bisschen blödsinnig, aber na gut. So, was ist mit mir los? Der Spaß geht nur leicht, ne? Mit anderen Sim Jam. Nee. Nicht schlecht. Eigentlich kann er an den Teil hier mal spielen, auf jeden Fall. Synthesie spielen. Wisst? Brauchst du das auch Geld? Nee. Sonst kosten die Dinger immer Geld, damit man das spielen kann. Ist halt ein Spielautomat, ne? Ja, du kannst nachher pennen. Kannst noch ein bisschen zocken, damit der Spaß hochgeht. Und dann, ja. Will ich auch mal sehen. Das ist ja krass.
Sagen, ließ die unter Rex eigentlich? Boah, Rex, der wird nachher auch mal hier wach. Die Mutti, die steht da und hat fertig gemacht und die kann ja eigentlich. Qualität sehr gut. So muss das ja auch sein, ne? Als Chefköchin. Reste wegstellen. Und der Vater, der bastelt da noch rum und muss nachher mal schiffen. Ich auch. Aber ja, danach kann ich ja eigentlich auch mal Hahngedränge in die Schüssel drücken. Wenn Spaß dann wieder voll ist. Und ja. Ja, so lange dauert das jetzt auch nicht mehr. Na gut, zur Hälfte bald fertig. Ja. Mutti, was machst du denn? Oh, schlafen. Die muss schlafen. Dann sind ja nachher die Wuffis wieder wach, wa? Dann können die nachher ein bisschen spielen zusammen. Wäre super. Und mehr können die ja dann auch nicht machen. Außer fressen und ja, Zerstörung in die Höhe treiben und ja. Alter, du hörst dich an, als wenn du da sonst irgendwas machst. Das ist ja ekelhaft. Alter. So, das kannst du ja mal lassen. Dann gehe ich mir mal ein Bad gönnen. Auf jeden Fall. Und ja. Wie lange der dafür braucht einfach? Die haben den Pen schon und der bastelt da immer noch rum. Alter, dauert das lange. Ja, genau, jetzt ruft da einer an, ne? Ja, natürlich. Ist klar. Also ich könnte auch mal ein Handwerker werden oder so. So einen Job annehmen als Handwerker oder so. Ich meine, ist doch super eigentlich. Könnte ein Profi-Handwerker werden, so von Level her ist ja schon gut. Hör auf zu stöhnen, Alter, das hört sich so ekelhaft an. Alter. Was? Harndrang. Ach ja, Harndrang war das ja. Ah, schade. Scheiße. Gut, dann gehen wir mal auf Klo und dann kann ich ja mal. Alter, wir rufen so spät noch an, Alter. Ein mittelgroßes Gemälde. Fürs Büro in Auftrag gegeben, ist bereit, gutes Geld dafür bitte zahlen. Fertige ein mittelgroßes Gemälde an, bring es zu Alma? Wie geil ist das denn bitte? Alma will ein Bild haben. Wie geil. Das nehme ich doch mal an, also für Alma. Pff. Bevor die mich nachher tötet, ne? Also, das will ja niemand. Boah, ey. Klinge die Arschfalte von meiner Mutter, du Alter. Und dennoch so spät. Sag Rex. Rex schläft noch. Das ist super. Hat ich es weggestellt? Ja, gut. Alter, das nervt. Das scheiß Klingeln. Ist der Ball fertig da? Ja. Man kann auch pennen. Ach nee, Hahngedränge in die Schüssel drücken. Wäre super. Ja, genau. Erinnerungswürdige Speise. Rülps. Oh, Verzeihung. Ich hatte gerade gegessen. Du bist doch Mutti, nicht wahr? Ich habe gehört, dass du tolle Speisen zaubern kannst und
Wie du sicher schon erraten hast, esse ich für mein Leben gern. Bring doch einfach mal eine Portion deiner Probe deiner Arbeit. Ich habe viele wichtige Freunde und würde dich mit großem Vergnügen weiterempfehlen. Ach übrigens, Oliver Riedel! Ah, super! Alter. Starpunkt und Simoleons. Joa. Was? Bringe eine Mahlzeit. In der Qualität wunderbar oder besser zu Oliver Riedel. Wunderbar und besser. Ich weiß es nicht. Kann ich jetzt erstmal nicht, weil die sind ja nur sehr gut. Aber nicht super. Aber nicht wunderbar. Auch wenn die eine neue Fähigkeitenstufe hat, aber ich weiß nicht. Mein hat Essen so. Das ist ja so sehr. Das ist alles sehr gut, aber nicht wunderbar. Wunderbar ist ja das Höchste eigentlich. Und dann müsste noch Dings machen. Wie, der muss schlafen, Alter. Der muss pennen.